Bin auch im Van. Erstmal zuhören. Thermometer, Kruzifix, Waschbecken. Gut, hallöchen ihr Lieben, ihr habt's gehört, es Robert ist... Thomas. Robert Thomas. Ist ein aggressiver Bursche. Das bedeutet, wir wollen uns natürlich erstmal nicht zu sehr mit ihm anlegen und schmeißen erstmal wieder alles bei ihm vor die Tür. Genau. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder, ihr Lieben. Und ja, ich bin ready. Wir können auf jeden Fall rein, denke ich. Erstmal alles genau anschauen. Okay. Sagen. Ich bin in den Keller gekommen und habe das Licht angemacht, da ist die Sicherung rausgeflogen, aber niedrige Temperaturen kriege ich hier nicht. Hier gar nichts finden. Auf jeden Fall nach gestern. Sicherung ist wieder drin. Wo ist er? Vorne? Ja. Ah. Wo? Ja, ich hätte das gerade in meiner Aufnahme. Jetzt ist er da. Ist er vielleicht ein Flurgeist? Okay, das wird komplizierter. Du hast ihn gefunden.
Dann werfen wir das Thermometer erstmal weg. Ja. Tschüss. Welches Licht genau? Fotoapparat dabei gehabt. Ja, auch nicht. Das ändern wir jetzt, glaube ich. Bist du da? Wo bist du? Okay. Das war nicht meine Frage, aber die Antwort reicht mir trotzdem. Soll ich jetzt noch irgendwo Licht ausmachen? Ja, das ist ja vollkommen. Dafür würde ich gerne so ein UV-Licht da wieder reinwerfen. Ja, klar. Ja, klar. Hallo? So, Licht ausmachen, sagst du. Ja. Oh, Fünfer. Super. Einfach mal von der Tür liegen lassen. So, im Bad ist zwar noch Licht an, aber... Aha. Jetzt macht er hier auch wieder Licht an. Dass wir bislang keine kühleren Temperaturen gefunden haben, wirklich. Das ist strange. Ah, wir müssen auch noch einen Raum unter 10 Grad finden. Obschau.
Ja. Wunderschön. Es war fast zu erwarten. Phantom, Gin oder Shade? Hab ja schon wieder meinen Favoriten. Also es ist ein Gin. Wir haben doch schon die drei. Welchen denn noch? EMF. Ja. Die Geisterbox. Ach ja, stimmt. Die Geisterbox. Ja, es ist ein Gin. Oh, jetzt haben wir drei Wünsche frei. Geil. Vielleicht können wir noch die Temperatur irgendwie und Waschbecken. Das mit dem Raum unter 10 Grad ist wirklich erstaunlich schwer. Ja, vielleicht besser das Licht an sein. Das Licht ist an. Im Bad. Okay. Der lässt keine Fußspuren, ne? Scheinbar. Du stehst direkt vor uns. Du könntest dich natürlich auch zeigen. Oh, da gehst du lang. Ah, da haben wir Fußspuren von dir. Schön. Haben wir Fußspuren. Da hinten scheinst du irgendwie beim Schrank immer wieder rumzulungern, ne? Jetzt gehst du wieder Richtung Bad. Vielleicht könntest du da mal das Wasser anmachen. Können wir davon nämlich auch noch ein Foto machen. Bis wieder da vorne. Ha. Wirfst du hier mit Dingen nach uns? Wahrscheinlich. Sag mal. So geht das nicht. Du bist auf jeden Fall ein sehr sammelaktiver, ne? Ja, ich hab ein Foto von ihm. Ja. Ja. Interaktion haben wir 2 Stück. Lecker. Schritt. Das ist eine gute Fotorunde.
Wir versuchen natürlich das maximal rauszuholen, ne? Zeig noch mal was. Oh, da geht das EMF wieder los. Catch, fang. Der Catcher in the Rye. Der Fänger im Roggen. Stehst du direkt vor mir? Ich hab total Druck auf den Ohren. Nee, da vorne stehst du. Alles klar. Vielleicht kannst du dich nochmal zeigen. Ich meine, das könnte unser bester, am besten dokumentierter Fall hier werden. Das wäre total cool. Adult, ja, du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Hast du Kinder? Hast du selber Kinder gehabt? Sollen wir gehen? So, tot. Ja, deine Kinder sind tot. Oh, das tut mir natürlich leid für dich. Was? Was erzählst du jetzt wieder für komische Dinge? Ja, fangen. Wollen wir fangen spielen, dann musst du rauskommen. Zeig dich doch nochmal. Vor, vier. Du bist 4 Meter neben mir. Kühle Temperaturen kriege ich deswegen trotzdem nicht von dir. Komm schon. Zeig dich doch. Ist in Ordnung. Du bist... Oh, was? Alter, du... Close. Du bist nah an mir dran. Ja, cool. Hallo. Dann zeig dich doch mal. Bist du hier hinter der Wand? Nein, du bist erwachsen. Okay. Das bedeutet, du spielst nicht verstecken. Du stehst direkt vor mir, ne? Oder wie darf ich das verstehen? Auf jeden Fall ist es mal wieder schön, einen so aktiven Geist zu treffen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie nervig das ist, wenn man dauernd hinter irgendwelchen Türen hockt und nichts passiert. Ja. Oh, läufst du jetzt weg? Ja. Ei, du bist aber wirklich weggerannt, ne? Und jetzt bist du wieder da. Hast du irgendwas geholt? Wolltest du mal ein bisschen Angst einjagen hier, ne? Das Witzige ist ja, dass hier überall der Strom aus ist. Das ist ja total blöd für dich. Weil du als Djinn da ja überhaupt keine Macht hast. Du bist irgendwie so ein bisschen in der Opferrolle gerade. Aber vielleicht magst du dich ja trotzdem nochmal zeigen. Ich meine, schaden kann's ja nicht. Vielleicht wirst du berühmt. Ich meine, kann man mit Ruhm was anfangen in der Geisterwelt? Vielleicht nicht in der Geisterwelt, aber hier, Maus. Attack! Du greifst an. Du bist erwachsen. Du bist ein erwachsener Angreifer. Oder gab's einen erwachsenen Angreifer? Gab es einen erwachsenen Angreifer? Jawohl! Manchmal zu spät. Oh, schade. Und meins ist aus irgendeinem Grund nicht dabei. Den haben wir jetzt ab. Ja. Tschüss. Wie ist der eigentlich? Keine Ahnung. Auch immer hart, ne? Ja. Warte mal. Robert Thomas. Ah, hast du doch gesagt am Anfang. So, sag mal, ja, Djinn haben wir, alles klar. Ja, dann packen wir mal unsere 7 Sachen, ihr Lieben. Und machen Abdampfer, nachdem der Gute so aktiv war und sich so schön gezeigt hat. Freuen wir uns doch sehr, jetzt in die Heimat zu düsen. Gut, wir haben weder was am Waschbecken gefunden, noch war es kalt genug, noch konnten wir jemanden mit dem Kruzifix abwehren. Also von daher, Kohle werden wir nicht besonders viel von den Zielen bekommen. Aber von den Fotos ja zum Glück ein bisschen, ne? Mhm. Gut. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Alles ausgewählt? Abfahrt! Ja. Was waren Sie? Ein bisschen wenig, ne? Ja, war echt ein bisschen wenig. Der Geist war ein Djinn, ja, jetzt wo man sagt. Es ist einleuchtend.